So, geht's weiter mit dem siebten Teil des Minecraft Diamant Let's Play. So langsam könnte ich erstmal überlegen, dass ich mal wieder unten hineingehe. Jetzt hier, was ich ja alles schon in den ersten sechs Teilen erbaut habe. Ist ja eigentlich schon ein ganz gutes Konstrukt. Hier habe ich auch einen Raum hingemacht. Sieht man auch, deswegen heißt es auch Diamant, weil hier Unmengen an Diamant vorkommen sind. Diamanten habe ich so viele. Selbst hier wieder 38 Diamanten. Ich habe hier quasi Diamanten rein. Schlafen kann ich nicht. Da habe ich keine, aber ich kann hier zu und die fünf Fackeln, die kann ich ja vielleicht hier so herum platzieren. Weizenkörner. Das bleibt übrig. Und jetzt habe ich schon wieder 7 Weizen, das reicht für 2 Brote erstmal. 2 Brote kann ich dadurch erstmal craften, da habe ich sowieso noch 2. Erstmal genug Nahrung. Aber ich wollte ja erstmal auch noch weitere Schilder machen. Wie Fichtenholz und... Ah, es reicht ja nicht. Ich krieg ja nur 4 und nicht 6. Oh, ich habe 6 Holz. So, damit ich dann 3 Schilder herstellen kann. Ich habe auch noch 40 Eisenerz. Hab ich noch über Kohle. Also Kohle scheine ich anscheinend keine mehr zu haben. So. Kohle habe ich hier erstmal nicht mehr. Immer noch Kohle versteckt hier. Stein. Ich habe keine Kohle mehr. Aber Holz kann ich ja natürlich. Natürlich Unmengen Holz, deswegen will ich jetzt mal 64 Stacks damit verbrauchen. Aus den 12,4 mache ich jetzt mal auf Eisen. Also. Ah, das Eisen muss jetzt mal rein. So kann ich erstmal ein bisschen. Weil noch mehr Brennzeugs hier. Gold habe ich nicht. So kann ich weitergehen. Ein bisschen Holz natürlich noch mitnehmen. Und jetzt in die Mine gehen. Den Eingang jetzt hier unterirdisch und den 3 Blöcke breit gemacht, damit ich dann immer das ist einfach dazu da, um damit ich hier später Schienen legen kann. Bin hier auf eine Höhle gestoßen. Lass mal dieses hier so zubauen, damit die Höhle man nicht mehr sieht. Hier ist Höhe 16. Ich muss mich da erstmal da hochbauen, das ist noch da. Und diese 8 Blöcke, die ich mir hochbauen musste. Da ich mal bis auf Höhe 12 runter. Ich muss mich immer wieder sauer machen. Das ist nicht aufwendig, hier das hier hinzubauen. So hin. Könnte die Cobblestones auch ein bisschen verschwenderischer aufbrauchen. So auf 16 oder
unten geht es ja noch runter ein wenig. Hier ist ein Lavasee und hier ist ein Eisen übersehen oder war das? Nein, habe ich nicht übersehen. Da ist Eisen übersehen. Da habe ich doch Eisen übersehen. Doch, zwei Blöcke Eisen, die ich gemisst habe. Also gemisst von Missing. Erstmal hier die drei Blöcke. Die drei Blöcke Schicht erstmal finden. Und so weit runtergraben. Na, so viel Diamant hier. Habe ich natürlich verbaut hier. Hier soll einfach nichts mehr zu sehen sein von der Höhle. Also Höhlen kann ich nicht gebrauchen. Die wir gebaut haben. So habe ich jetzt mal hier Diamanten. Ganz schön ordentliche Arbeit hier, das hier so zuzubauen, dass man hier nichts mehr davon in der Höhle sieht. Diese Diamanten sind noch weg. Ich höre Zombies. Ja, schon wieder. Nein, die brauche ich gar nicht weggraben. Hier die Höhle zubauen, damit. Hier mache ich einen Raum. Über 14 geht in diese Richtung. Um es in der Höhle auszuweichen. Weil der Höhle, die stört ein wenig. Den baue ich jetzt hier zu. Über den. Eisen grab ich hier nochmal ab. So zubauen und nicht wieder daneben platzieren. Holz habe ich natürlich, aber ich muss erstmal Fackeln wiederherstellen. Hier habe ich einen Höhleneingang gemacht. Den muss ich eigentlich auch wieder zubauen. So, dann sieht man richtig, was ich für Arbeit geleistet habe jetzt. Die Höhle zuzubauen. Jetzt ist die Höhle zugebaut. 9 Minuten Aufnahme. Jetzt Let's Play 7. Ihr könnt natürlich weiter vorschlagen, ob ich weiter. Nur mit Diamanten oder auch vielleicht mit Eisen, Gold und Diamanten oder dass ich die nur auf bestimmten Höhlen vorkommen lasse. Hier natürlich mal eine Truhe mit Diamant. Das sind die Let's Player und Diamant heißt. Und die Diamanten rein. Sag ein Zeug, das ich jemanden brauche.
schon wieder ein bisschen vorangekommen hier mit dem Weizenwachstum. 3 Seeds hat es mir nur gedroppt bei 3. So, ich bin jetzt hier am Abernten wieder hinsetzen. Ich glaube, man muss sich bald ein zweites Stockwerk hier oben drauf bauen. Wir brauchen natürlich Holz. Ich brauche ja auch viele Leitern. Und ein Stick das. Nein, wir brauchen ja auch gerade im Moment nicht. Ich habe natürlich viele Stöcke gemacht. Das brauche ich nicht. Es wird Nacht. Ich möchte ein bisschen Cobblestone, dass wir eine Säule hoch machen. Ich glaube, ich will das Bett lieber hier hinsetzen. Ich habe hier so eine Treppe runter gemacht, aber ich kann sie auch. Jetzt mein Treppen. Ah, ich brauche Holz dafür. Ich hab doch Holz. Ah. Mehr braucht er wiederum auch nicht. Also hier kommt die erste Treppenstufe hin, das heißt hier so eine. Nur der Achsen. Der war zu viel weggeschlagen. Aber hier muss erstmal das in den Treppen. Da wurde die eine hinplatziert. Jetzt habe ich plötzlich eine irgendwie verloren. Ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Eine Treppe einfach so verloren gegangen. Und jetzt ist da. Jetzt habe ich nämlich hier zum ersten Stock den Zugang gemacht. Und jetzt muss natürlich, damit ich da zum Keller kann, hier runterkommen. Jetzt kommt man relativ gut runter damit. Jetzt kann ich eigentlich hier beginnen, den ersten Stock hier zu bauen. Hier entsteht dann der erste Stock. Mit Balkon soll das sein. Vor der Tür soll hier ein Balkon entstehen. Die Tür ist ja hier, das heißt, hier muss ich den wieder wegschlagen. Ich muss natürlich das ganze Holz, das ich noch habe, holen. Das ist natürlich auch ein enormer Holzverbrauch hier. Zack. Jetzt erstmal das Haus hier weiter zu bauen. Hier oben. Natürlich ordentlich Holz verbraucht. So. Ja, hier ist ein Fenster, das soll ich natürlich hier auch wiederum reinmachen. Aber hier. Da kommt der Balkon rein, hier frei, frei, so. Hier kommen 2 frei und hier wieder. Und die nämlich Glas hin. Hier wieder 2 frei, weil ich das Glas hinkomme. Und hier wieder 2 Blöcke und dann hier wieder so und dann hier 2 frei und wieder 2 Blöcke und wieder 2 frei und wieder 2 Blöcke und wieder 2 frei und wieder 2 Blöcke. Und wieder 2 frei und wieder 2 Blöcke. Das hier unten mit dem Glas übereinstimmt. 1, 2 hier. So ist das mit dem Glas. Ich muss natürlich noch ein Glas holen.
halt bestimmt drin in den Sachen, die ich nicht brauche. Und dann nehme ich noch 9 Blöcke Glas. Aber ich brauche natürlich noch ein bisschen mehr. Da ist noch ein bisschen Holz übrig geblieben. Weil jetzt habe ich erstmal ein 64er Stack wieder geholt an. Also hier baut jetzt die zweite Etage. Hier soll erstmal ein Balkon entstehen. So brauchen wir hier eine Art Balkon hin. Es sind hier 2 Blöcke überhängt und hier ebenfalls 2 überhängt. Und das hier nochmal einen Block nach hinten hier erweitern. Und dann hier Art Balkon hier zu haben. Und da sind natürlich noch alles, wo Glas reinkommt. Und beim dritten Stock soll es dann da ein bisschen zusammengehen. Hier kommen schon mal die Zwischenblöcke hin. Da anders. Hier kommt ja Glas hin. Und natürlich noch ein bisschen mehr Glas herstellen hier. Jetzt hier einen Baum abernten. Der eine Baum an der Lava ist immer noch nicht gewachsen. Da kommen wir nicht nach oben hin. Ich glaube, ich mache es anders. Hier vielleicht hier noch die. Hier, dass ich es hier zumache, vielleicht. Oder diese Fläche würde ich hier als Zuchtgebiet erklären. Dass ich hier die Bäume hinzüchte. Hier ist auch noch ein schwebender Holzblock und da schweben auch noch Holzblöcke. Weil ich das mal hier angezündet habe, schweben hier noch Holzblöcke rum. Kann ich hier noch ein bisschen Holz abernten. Hier ist auch noch ein Baum. Bin jetzt bei 18 Minuten Aufnahme. Ja, da habe ich leider nicht. Hier komme ich denn hoch, hier. Ein bisschen nervig, wenn man wegen einem Holzblock so hoch bauen muss. Aber hier sieht man, das Haus wird jetzt hier erweitert. Den Lavasee will ich lieber auch wieder ein bisschen versteckter haben. In der Balkon, da kommt noch mit Zäunen. Aber ich werde erstmal gucken, wo ich noch ein bisschen Sand habe. Da habe ich Sand. Ich will ein bisschen mehr Sand. Das Schaf geben müssen sogar jetzt. Grabe ich hier ein bisschen Sand ab. Hier habe ich nämlich Sand zur Verfügung. Weil ich die Glas umarbeiten möchte. Ein kleines Sandvorkommen hier. Das ist Granit. Das ist eher das rötlichere ist Granit. Den Rest kann ich aber nicht abbauen, weil Moosenkoppel habe ich sowieso nicht viel. Aber jetzt habe ich das erstmal so gemacht, dass kein Schaf rein kann. Das wächst schon wieder weiter. Oh, 20 Minuten, aber das ist gleich. Dadurch würde ich den dicken Park gleich schon beenden. Setzlinge mitnehmen. Und das Inventar ist schon wieder voll.
glaube, ich werde den jetzt mal gleich beenden. So, hier den Sand reinpacken. Also hier, erster Stock. Hier kommt dann noch zu spitz zulaufen werden. Das Dach soll spitz zulaufend sein. Ich hoffe, mein Erfahren euch gefallen hat. Gebt dafür Daumen nach oben. Teilt dieses Video, damit ich bekannter werde. Abonnieren, dann seht ihr weitere solche Minecraft-Videos. Hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Bis dann und ciao.